nachdem wir die Tomatenpflanzen in Tomatenhaus angesetzt haben, pflanzen wir hier im Freilandhaus, und zwar bei den beiden Beeten erst einmal, wo ein Dach drüber ist. Ich habe schon mal grob die Abstände ausgemessen. Hier werde ich jetzt erst einmal in der Mitte eine Handvoll Hornspäne mit einarbeiten. Dann das Loch wieder ein bisschen zumachen. Und dann noch eine Handvoll der Rinderdungpellets ist das, ja. Als Sofortstarter. Dann kommt die erste Pflanze, Avery Egg. Auch hier werde ich die Schilder später auf dem Rand hintackern. Die Pflanze ist ein bisschen tiefer gesetzt worden. Und hier kommt auch etwas von diesem Pilz dazu, von den Mykorrhizo. Das Loch habe ich deswegen ein bisschen größer gemacht heute. Weil ich hier mit der Wasserflasche unterhalb der Wurzeln kommen möchte. So, und jetzt können wir es schön wieder eingraben. So, und auch hier will ich erstmal die Pflanze ein bisschen einschlimmen.
Hier habe ich gleich schon mal angedeutet, wo die nächste Pflanze reinkommt. Da werde ich jetzt aber was anderes probieren. Stellen wir mal das ein bisschen weg, weil ihr seht ja gar nichts. Die Herztomate kommt hier rein. Auch sie würde ich tiefer in die Erde versetzen. Etwas Mykorrhiza. Und gescheit anwässern. Wasser läuft gut ab. So, jetzt möchte ich was probieren. Da muss ich aber erst schnell was holen. Und hier kommt wieder mein Pflanzenstecher oder wie man das Teil nennt, ins Spiel. So, und ja, es hat funktioniert. Ich bin unten an der Erde angekommen. Und dann haben wir noch die dritte unter diesem Beet. Die Kamera ist nicht mehr gewohnt, solche lange Aufnahmen am Stück zu machen. Aber einschwimmen muss ich es trotzdem noch.
Da die Pflanzen ziemlich klein sind, werde ich erst einmal solche Stäbchen hernehmen als Stütze. Und dann könnte ich jetzt so eine Klammer hernehmen. Oder es gibt so Drähtchen in Kunststoff. Ich glaube, das ist für mich momentan, macht das mehrere Sinn. Weil das wiegt nur einen Bruchteil von dem anderen. Und eine halbe Umdrehung beim Drehen sollte reichen. Und das Gleiche macht man natürlich bei den anderen Pflänzchen auch. Bloß schauen, dass zwischen Pflanze und Stiel ein großer Abstand bleibt. Bei der dritten setze es wieder nicht, aber es hat wieder angefangen leicht zu regnen. Und deshalb mache ich die anderen mal ohne euch. Große Stangen kommen erst hin, wenn sie die Höhe erreicht haben. Ich hoffe, das geht jetzt hier im Freiland ziemlich schnell. Und wenn dann die größeren Stangen zu kurz werden, kommen es gleich an Schnüre hoch. Ja, liebe Gartenfreunde, es sind schon wieder 6 Pflanzen in die Beete gekommen. Und zwar über die, die überdacht sind. Also müssen es nur die Temperaturunterschiede in dem Fall aushalten. 6 weitere Pflanzen warten im Tomatenhaus. Das aber vom Wetterbericht her jetzt 3 Tage durchregnen sollte, wäre das genauso, wie wenn ich sie wegschmeißen würde. Es sind zwar Freilandtomaten, ich möchte aber trotzdem die bei schönerem Wetter anbauen und die Gewissheit haben, dass das Wetter ein paar Tage hält, bis sich der Pilz unten an der Wurzel der Pflanze gebildet hat, dieser Mykorrhizopilz. Und dann geht das Experiment weiter. Hier kann ich eh nicht weitermachen. Ich habe keine Flaschen mehr zum mit eingraben. Wahrscheinlich trinke ich zu wenig. Aber die Pflanzen sind in der Erde drin, sind angegossen, haben Dünger, sind angebunden. Kann es also losgehen. Ich zeige euch das Ganze, wie es ausschaut, wenn es funktioniert, in einem der nächsten Gartenrundgänge. Man hört das Gewitter schon nähern. Ich werde vielleicht noch ein bisschen Schneckenkorn um die Tomatenpflanzen machen, um sicherzugehen, dass die morgen noch dastehen.